Ja, und damit herzlich willkommen zum Grundlagentutorial von Train Driver 2, dem kostenlosen Simulator aus der polnischen Community, der jetzt aber immer internationaler wird und die Community wächst. Und ja, Train Driver 2 ist so quasi die Alternative zu Zusi, wenn man sehr realistisch fahren möchte. Aber der Einstieg dazu ist nicht ganz einfach, daher dieses Tutorial. Wir gehen da mal durch, wie macht man sich überhaupt einen Account, was sind so nützliche Sachen, die man wissen sollte, wie bediene ich das Spiel grundsätzlich und ja, dann mal ganz kurz ein paar Ingame-Controls. Zugfahren werden wir hier in diesem Tutorial noch nicht, das kommt dann im nächsten Tutorial. Hier geht es mal wirklich nur um die Basics. Und dann würde ich sagen, los geht's. Der erste Punkt in der Agenda ist natürlich, dass wir uns in dem Forum einen Account erstellen, denn ohne den könnt ihr nicht spielen. Dazu geht es hier auf td2.info.pl und ich würde euch raten, nutzt den Chrome, denn da könnt ihr das Ganze auf Deutsch übersetzen, denn es ist jetzt noch in Polnisch. Und ihr klickt hier auf das Rejestracja. Ich glaube, ich habe es mal richtig ausgesprochen. Ansonsten sagt ihr hier auf Deutsch übersetzen und dann heißt es hier Anmeldung. Klickt da einmal drauf, dann habt ihr nochmal die Hinweise zu der Erstellung des Accounts und dann habt ihr hier dieses Formular. Das allererstes ist hier der Benutzername und überlegt euch gut, was euer Benutzername ist, denn den wird man dann auch in-game sehen und den könnt ihr nicht mehr ändern. Also ganz gut überlegen. Dann eure E-Mail, zweimal natürlich ein Passwort und die bevorzugte Sprache. Da solltet ihr Englisch auswählen, weil wenn ihr das macht, ist das Forum dann auf Englisch, wenn ihr euch anmeldet und hier dieses Capture. Hier müsst ihr einfach das, was ihr seht, den Kategorien zuweisen, also Auto, Katze zu Katze, Flugzeug da zu dem Flugzeug etc. Es kann sein, dass dieses Capture nicht funktioniert, wenn ihr das hier mit Google Chrome übersetzt. Dann müsst ihr halt einfach die Übersetzung rausnehmen und das einmal kurz ausfüllen und hier noch das Ecke machen bezüglich der Datenschutzerklärung etc. Und klickt auf Registrieren. Bekommt ihr dann eine E-Mail, die müsst ihr dann einmal kurz bestätigen und dann war's das. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr wieder hier auf die Hauptseite und dann hat sie bei den Ankündigungen dieses Probiert Train Driver 2 2022 1.1. Auf das klickt sie einmal drauf, dann kommt sie zum Forumsbeitrag mit Versia 2022 1.1 und dann hat sie diesen Punkt Probieranje, das heißt Download. Man kann das sich hier wieder übersetzen lassen. Klickt dann hier einmal auf Download und dann wird quasi der Launcher heruntergeladen. Den führt ihr dann einmal kurz durchklicken und dann startet ihr den. Und wenn ihr den zum allerersten Mal startet, dann sieht der so aus und der wird euch vermutlich nach dem Login fragen. Und das ist genau dieser Login, den ihr da vorhin erstellt habt und meldet euch an. Sollte der Launcher nicht schon in Englisch oder Deutsch sein, klickt ihr da oben auf das Zahnrad und hier ganz unten wählt ihr dann Englisch oder Deutsch aus oder je nachdem, was ihr da gerne als Hauptsprache haben wollt. Ein kleiner Punkt zum Deutschen. Das Deutsch ist teilweise in einen sehr schrägen Deutsch übersetzt. Ich empfehle Englisch, nur damit ich es gesagt habe. So, man kann jetzt aber noch nicht spielen. Ihr müsst das Spiel an sich in der neuesten Version erst runterladen. Dazu klickt ihr hier auf den Pfeil nach unten, wählt dann hier die Version aus und sagt Download. Da fragt ihr euch, wo soll er das überhaupt runterladen. Es muss nicht am gleichen Ort sein mit der Launcher selber. Und wenn er das dann gemacht hat, dann könnt ihr spielen. Aber wir gehen erstmal nochmal zurück ins Forum. Im Forum gibt es noch was Wichtiges. Ich melde mich jetzt hier mal ganz kurz an, damit das hier in Englisch ist. Es gibt hier den sogenannten Helpdesk. Wenn im Multiplayer euch irgendjemand nervt oder ihr seht, dass jemand was grundsätzlich falsch macht oder der Fahrdienstleiter Blödsinn macht, dann könnt ihr hier wie eine Beschwerde aufmachen. Dann macht ihr dann hier ein neues Ticket und lasst euch das dann hier übersetzen und schreibt es dann rein, was ist passiert. Ihr müsst die Sachen immer beweisen mit einem Foto etc. Wenn ihr Zeugen habt, dann kommt das da hier rein. Und es geht auch andersrum. Wenn ihr Blödsinn macht, wenn ihr zum Beispiel im Multiplayer denkt, ja, ich muss jetzt mal quer durch rote Signale fahren und einen Unfall bauen oder sowas, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es hier drin eine Beschwerde gibt. Und wenn ihr davon dann zu viele habt, dann kriegt ihr, je nachdem, was im Regelwerk drinsteht, ein Verwarnen oder sogar einen Bann. Also Blödsinn machen ist hier nicht. Und ihr solltet halt halbwegs sauber fahren. Das ist hier im Helpdesk drin. Im Forum selber gibt es noch ein englischen Bereich, das ist hier International Part, English Words. Nutzt den, wenn ihr Fragen habt. Geht da rein,
postet es und da sind sie auch wirklich recht schnell mit den Antworten. Da könnt ihr auch Bugs hier reinschreiben, das habe ich auch mal gemacht, hier bei der EU07. Da gibt es jetzt einen Grafikglitch und da kam recht schnell die Antwort. Ja, das ist ein Known Issue und es wird dann im nächsten Release gefixt. Dann gibt es hier, jetzt müssen wir mal schauen, Englisch, wo war denn das jetzt? Trainers Help for Beginners. Wenn ihr eine private Session haben wollt, mit einem, der sich wirklich gut auskennt, der zeigt, okay, so fährt man den Zug, das sind die Signale, oder ihr möchtet wissen, wie man die Stellwerke bedient, denn auch das geht ja im Spiel, da könnt ihr auf Arrange a Training klicken, da kommt sie hier so auf ein Google-Formular, das könnt ihr euch übersetzen lassen und dann wählt sie aus, was ihr hier machen wollt, mit wem ihr das machen wollt und wie sie euch kontaktieren können. Und in der Regel schreiben sie euch dann im Forum an oder auf Discord und dann gibt es eine kostenlose private Session für euch und da wird euch das in Ruhe erklärt. Also gerne nutzt ihr das. Als nächste ist Wikipedia. Ganz wichtige Ressource und da würde ich mir mal vielleicht einen Nachmittag oder einen guten Abend Zeit nehmen, sich das mal genau anzusehen, denn da stehen sehr viele wichtige Sachen drin. Teilweise ist es in Deutsch übersetzt, es ist eher mehr in Englisch verfügbar, aber es hat Deutsch. Ihr klickt es dann da oben einfach auf die Sprachen. Und genau diese Seite hier, die würde ich mal in die Favoriten speichern. Einerseits haben wir hier die Züge, eine ganze Auflistung der ganzen Fahrzeuge, inklusive der Höchstgeschwindigkeiten. Das ist dann für den Multiplayer wichtig. Da könnt ihr ja da mal durchscrollen. Da ist auch das Rollmaterial und die ganzen Triebzüge mit dabei. Wenn wir weiter unten gehen, da die Wagen. Und weiter unten müssen dann auch die Güterwagen sein. Hier. Also je nach der Zugzusammenstellung ist das noch ganz interessant als Referenz zu haben. Dann eine Übersicht der unterschiedlichen Szenerien, die es gibt. Dann Chatbefehle. Hier Sondercommands oder zum Beispiel mit Nummer. Da kannst du deine eigene Zugnummer anzeigen lassen mit Backslash Length, also wie lange ist der mein Zug, wie viel wiegt er denn? Das ist auch später für Multiplayer wichtig, wenn man es sich vorher nicht aufgeschrieben hat und solche Sachen. Schaut euch das mal kurz an. Na, hier die Schnellzugriffstasten. Ich würde mal das mal genauer angucken. Dann, was haben wir hier noch? Die unterschiedlichen Dienstgrade. Im Spiel hat man dann eben diese Dienstgrade. Die sind basierend auf dem, was du schon an Kilometer gefahren bist und beim Fahrdienstleiter, wie viele Züge du schon abgefertigt hast. Entschuldigung. Und dann gibt es hier noch diese Eisenbahnvorschriften und die Regeln für die Zugnummern. Eisenbahnvorschriften, schauen wir mal hier in Englisch, das ist das Beste übersetzt. Naja, nur zum Teil. Das sagen wir dann hier auch auf Deutsch übersetzen. Du hast das Signalisierungssystem erklärt, was im Spiel zu finden ist. Das würde ich mal angucken. Inklusive der Benennung S1, S2, S3, S4 und so weiter. Und was man wie wo machen soll. Wenn man die deutschen Signale schon kennt, dann ist es nicht so schwer, hier reinzukommen. Aber ja, schaut euch das mal hier an. So, dann Regeln für die Zugnummerierung. Das ist ebenfalls für Multiplayer. Wenn ihr Singleplayer spielt, dann braucht ihr das nicht anzugucken. Aber es ist im Multiplayer wichtig, dass ihr die richtige Zugnummer drin habt. Zum Beispiel vierstellig wäre der Expresszug, sechsstellig wäre ein Güterzug. Nur so als Beispiel zu nennen. Hier sind auch noch Beispiele, wie so eine Zugnummerierung sein kann. Die meisten Fahrdienstleiter schauen einfach nur auf die Anzahl der Stellen, also 4, 5, 6 etc. Manche schauen aber auch darauf, dass die Nummer an sich stimmen sollte. Und wenn die nicht stimmt, dann gibt es hier einen eventuellen Downvote. Also da einfach mal kurz durchlesen. Es ist gar nicht mal so schwer, wenn man es mal durchgelesen hat. Und dann kommen wir auch gerade zu der Reputation. Ihr sitzt ja dann auch im Forum. Wenn ihr, doch gerade vorher angemeldet, wenn ihr auf euer eigenes Profil geht, dann hat es hier viel Reputation. Da seht ihr dann, wie euch die Fahrdienstleiter oder halt die Lokführer, wenn ihr der Fahrdienstleiter seid, bewertet habt. Wenn das natürlich exorbitant immer schlecht ist, kann es dann mal sein, dass die Leute mal nachfragen, was ist denn mit dir los, warum hast du eine schlechte Reputation? Das sitzt ihr da ganz am Anfang. Mal schauen, Profile Summary, glaube ich, war das. Da, Reputation. Wenn die unterirdisch geht, dann ist irgendwas doof. Da steht übrigens auch, wie weit seid ihr schon gefahren, wie oft seid ihr schon entgleist. Bei mir waren das Spawnfehler, ich bin nicht wirklich entgleist. Und wie oft seid ihr über Rotsignal gefahren, etc.
das mal das Wichtigste vorweg. Aber eben schaut euch wirklich genau das Wiki an, da findet ihr alles drin, auch die Regeln für die schriftlichen Befehle, wenn ihr der Fahrdienstleiter seid, wie man die Stellwerke benutzt und so weiter. Unbedingt mal angucken. Da habt ihr zum Beispiel auch für die Lokomotiven Aufrüstvorgänge, sogar mit echten Fotos. Aber zum Aufrüsten der EU07 und der SM42 etc. mache ich noch ein eigenes Video. Da seht ihr das im Hands-on. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Spiel an sich rein und schauen uns da mal die Spezialitäten an. Eine wichtige Sache habe ich jetzt noch vergessen. Im Wiki hat sie diesen Punkt häufig gebrauchte Wörter und Sätze. Da kommt sie hier zum Forumbeitrag. Das gibt es dann hier einmal in Englisch, Tschechisch, Deutsch und so weiter. Wenn wir uns das gerade mal in Englisch anschauen, da habt ihr die Most Common Phrases übersetzt, die im Multiplayer vorkommen. Wie zum Beispiel Vitam, heißt Hallo, Tag, Yes, Masa, Bas oder Analyzer, die Zuganalyse. Das würde ich mir ausdrucken oder zumindest in die Favoriten reintun, denn die Begriffe kommen einfach sehr oft vor. Denn nicht jeder Fahrdienstleiter schreibt mit euch in Deutsch oder in Englisch, sondern halt auch in Polnisch. Also ganz nützlich. Ansonsten habt ihr einfach Google Translate auf der Seite immer offen, dass er damit das noch gesagt hat. So, jetzt aber jetzt ins Spiel rein. Ja, und da wären wir jetzt auch im Spiel und da gehen wir mal kurz durch, was hier zu soweit beachten geht. Rechts habt ihr die Hotkeys zum Wiki, Social und YouTube. Bei YouTube würde ich euch mal vorschlagen, dass ihr vorbeischaut. Da hat es sogar deutsche Tutorials, gerade wegen einem Stellwerk. Und rechts oben habt ihr generell die Hauptserverauswahl. Jetzt haben wir die polnischen, die deutschen, da habt ihr zum Beispiel einen englischen Server. Und wenn ihr auf das rauf geht, dann hat das vor allem Auswirkungen auf den Multiplayer. Wenn ihr dann auf den Multiplayer geht und dann zum Beispiel Driver Mode, dann würdet ihr hier die Sessions sehen, die was in der Region gerade aktiv sind. Okay, wir gehen jetzt hier mal wieder auf den polnischen ersten Server und fangen hier mit den Einstellungen an. Wir haben hier beim User Interface zweimal Language, also Sprache. Die erste Sprache ist die Spielsprache an sich, das ist Simulatorsprache, die könnt ihr auch auf Deutsch einstellen. Wie gesagt, teilweise ist es ein bisschen schräges Deutsch oder es fehlt da was. Ich empfehle euch, dass ihr das auf Englisch lasst, könnt ihr natürlich auch auf Deutsch machen. Dann haben wir jetzt das zweite Mal die Sprache. Und die Sprache ist quasi die Flagge, die dann im Multiplayer neben eurem Namen angezeigt wird, damit die Leute wissen, was für die Sprache du primär sprichst. Also sei es jetzt nicht, dass dann ein Chat oder so auf Deutsch wäre. Das ist einfach nur eine Kennzeichnung für die anderen. Okay, du sprichst primär Deutsch, du sprichst primär Englisch oder Polnisch. Also wenn ihr primär Deutsch sprecht, dann stellt es auch auf Deutsch ein. Und je nachdem, auch die polnischen Fahrdienstleiter schreiben möchte, gegebenenfalls auch in Deutsch an oder halt in Englisch. Dann halt so Userface-Interface-Sachen, wie durchsichtig soll es sein, Lautstärke-Regelung, ich glaube, das ist selbst erklärend, Kamera-Smoothing. Und dann haben wir den Reiter Games, das Spiel, und hier hat es diesen Nickname. Das ist eure Zugnummer. Und das müsst ihr anpassen, je nachdem, was für ein Server ihr fahrt. Zum Beispiel ein Express, das ist vierstellig. Und Lego Service wäre fünfstellig, Güterzug wäre sechsstellig. Wenn ihr ganz nett seid, dann stellt ihr die Nummer vorab ein, bevor ihr in den Multiplayer reingeht. Für den Singleplayer könnt ihr das total vergessen, da braucht ihr das nicht, das ist egal. Dann könnt ihr noch auswählen, wie euer Avatar aussehen soll. Gibt es ein paar unterschiedliche, ist optional. Dann die diverse Hilfssysteme. Hier könnt ihr auch ein- und ausschalten, ob man hier Fehler bei der Lokomotive haben können. Dann das gleiche nochmal für den Fahrdienstleiter, wie ihr da aussehen wollt. Und habt auch hier eine Welcome-Message, die ihr euch da einstellen könnt, die dann jeder Fahrer kriegt, wenn er bei eurer Region dann reinspart oder durchfahrt. Grafikeinstellung. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären, was die ganzen Sachen hier machen. Hier unten, das ist ein kleines Ding, ihr habt das Post-Processing Asset, da könnt ihr die Nachbearbeitung einstellen und je nachdem, was ihr von Farbeffekt hier da auswählt, sieht das Spiel dort anders aus. Eine Sache, es gibt noch keine Skalierung vom Interface, das heißt, wenn ihr auf 4K spielt, dann ist das Interface unglaublich klein. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Jetzt ja, ist unglaublich klein. Wer so spielen will, der kann das machen. Ich mache das nicht. Ich gehe wieder zurück auf Full HD. Außerdem grafisch sehe ich da eh keinen großen Unterschied. Dann gibt es hier noch ein paar Spezialitäten, wenn ihr den Editor nutzt. Und dann gibt es hier den Punkt Bindy. Das sind eure Hotkeys. Von F1 bis F10.
und dann ein F12. Da könnt ihr einen persönlichen Text reinmachen, wie zum Beispiel: Hallo, ich bin da. Und jedes Mal, wenn ihr dann im Spiel dann die Taste F12 drückt, dann wird einfach dieser Befehl oder dieser Text halt ausgeführt. F9 ist zum Beispiel bei mir Hide UI, da kann man das Interface ausblenden. F8 macht Screenshot. F7 ist der Notstopp für alle. Das kann man nicht ändern, es ist immer F7. Muss man auch zweimal drücken, damit es ausgelöst wird. ZDW1, ZDW3. Und dann hier so Textbefehle, das ist bei mir zum Beispiel auf Polnisch Hallo, das heißt verstanden und man sieht uns wieder. Und plus, das ist so eine Geste, die man zum Schluss gerne sagt, dass man sagt, okay, der Fahrdienstleiter oder der Lokführer hat das gut gemacht und der wird dann positiv bewertet und das symbolisiert man mit dem plus. Muss man nicht zwingend machen, aber viele Leute machen es. Und ja, also da könnt ihr auch das in Englisch reinmachen mit Hallo und so weiter, das ist nicht vorgegeben. Das gleiche gibt es dann als Fahrdienstleiter, da könnt ihr dann auch eure Texte reinmachen. Ich habe das bei mir jetzt noch Standard gelassen, weil ich bis jetzt noch nicht als Fahrdienstleiter unterwegs gewesen bin, habe ich jetzt noch kein Need. Aber ja, das wäre das. Dann, Singleplayer ist, wie der Name schon sagt, Singleplayer. Ihr habt hier schon vordefinierte Szenarien, die ihr fahren könnt. Könnt ihr euch das aussuchen, von wo nach wo. Dann zeigt ihr hier oben immer an, mit was für einem Zug du fahrst. Das kann natürlich auch unser Consist sein, da zum Beispiel, und das Szenario lässt sich auch bearbeiten. Sie auf den Text hier anpassen, die Beschriftung, ihr könnt hier die Zugkomposition anpassen, ob es ein Kaltstart sein soll oder nicht. Ihr wählt hier eure Lok aus oder Triebwagen, je nachdem, und hier unten dann die ganzen Wagen. Das war einerseits hier oben, was für Wagen soll das sein? Ich kann das zum Beispiel jetzt hier mal ändern in einem Personenwagen, einfach just for fun. Hier ist die Anzahl, wie oft er dahinter kommen sein soll. Bei Güterwagen kann ich dann auch noch sagen, was hat er denn für die Beladung oder hat er überhaupt gar keine Beladung. Und da zeigt er dann auch gleich die Zuglänge an und das Gesamtgewicht. Das ist dann auch für Multiplayer wichtig. Also wenn ihr dann, ich zeige es euch mal ganz kurz, hier in den Multiplayer reingeht, hier oben den Zug auswählt, dann würde ich da immer einmal kurz reingehen, weil einerseits steht dann hier das Vmax drin bei den Vorgefertigten und Länge, Gewicht. Das wollen dann die Fahrdienstleiter von euch wissen. Hier beim Singleplayer könnt ihr euch natürlich ein eigenes Szenario basteln. Da geht ihr einfach hier auf Plus. Da könnt ihr dann hier den Titel eingeben, eine Beschreibung. Wählt euch wieder aus, mit was ihr hier fahren wollt. Und könnt euch dann hier die Halte hinzufügen. Wo steht ihr da? Macht ihr noch einen zweiten Halt? Also, ich habe das persönlich jetzt noch nicht macht und ihr baut euch da quasi wie so ein Buchfahrplan auf, mit was für Höchstgeschwindigkeiten, wann kommt es hier an. Kann man ein bisschen rumspielen. Ich habe das einmal gemacht, hier glaube ich Demo. Das werden wir dann jetzt auch bald mal laden. Und das ist ja für mich mehr so ein Showcase. Ich bin primär Multiplayer unterwegs. So Multiplayer sei noch gesagt. Hier, Dispatcher wird bei euch am Anfang ausgegraut sein. Dazu müsst ihr erstmal mindestens 400 Kilometer fahren, bevor ihr das machen dürft. Und dann habt ihr hier die Auswahl an den Stationen. Das wird ein eigenes Tutorial werden über den Fahrdienstleiter. Das schauen wir uns halt nicht an. Aber beim Fahrermode, ihr wählt halt oben erstmal aus, was ihr da haben wollt. Ihr habt bei mir schon ein paar Custom-Sachen mit dabei. Bei den Vorgefertigten steht halt eben ein Vmax mit dabei. Das ist sehr praktisch. Und ihr habt dann zum Beispiel hier eine Beschreibung, auf welchen Spawnpoints ihr spawnen könnt. Entschuldigung. Zum Beispiel hier Pass für Passenger. Dann haben wir hier unten, glaube ich, noch Tow. Das sind hier die Frachtzüge. Und die EN57 oder 71, die sind alle Passenger. Also hier Tow, das wäre hier Güter. All, wie der Name schon sagt, geht alles. Und irgendwo sollte man noch Passenger haben. Wenn jetzt gerade eine Station offen ist. Ja genau, da Pass ist rot. Rot heißt, dass es gerade belegt ist. Und dann gibt es noch so Spezialpositionen. SM42, SMSN. Da weiß ich selber noch nicht genau, was das sind. Aber wie gesagt, die wichtigsten sind All, Pass und Tow. Einzige, was noch wäre, ECT. Das wäre ein Abstellgleis für die Triebwagen. Da könnt ihr da reinsparen. Dann müsst ihr halt dann zum Bahnsteig hin. Aber das macht der Fahrdienstleiter da mit euch. Gut, wir gehen zurück. Wir gehen in den Singleplayer und ich lade mir hier mal kurz das Demo. Sagen hier Play. Warte einen kleinen Moment. Train Driver 2 braucht eigentlich nicht sehr lange zum Laden.
Und dann gehen wir hier mal so auf ein paar Basics ein. Also einerseits, wenn ihr alle Hilfen mit anhabt, dann habt ihr hier natürlich die Steuerung der Lokomotive. Links ist meistens das Gas, dann hier den Fahrtrichtungswender und die Lokbremse und die Zugbremse. Dann habt ihr eine Druckanzeige. Rechts oben euren Hubfahrplan, wenn ihr denn einen hättet. Dann die aktuellen Geschwindigkeiten und natürlich der Chat, wo ihr normalerweise Multiplayer halt umschreiben würdet. Fangen wir hier mit den wichtigsten Funktionen an, was man hier also braucht. F11. Wenn ihr das drückt, dann kommt ihr raus und könnt hier rumlaufen. Wenn ihr mit Shift rumlauft, dann rennt ihr. Ansonsten bewegen einfach mit WASD. In gewisse Wagen könnt ihr reingehen. Das sind vor allem die Triebwagen, wo ihr reingeht. In die habe ich letztens nicht geschafft, dass ich da reinkomme. Einfach nur damit ihr es wisst. Und aber auch das halt immer wieder mal, um vor allem Beispiel die Lichter zu kontrollieren, ob die richtig sind oder nicht. Und ja, vielleicht sogar ein bisschen Trainspotting. Soll es ja auch geben. So, dann F9 bei mir. UI ist weg. Wieder da. Und Screenshot, da gibt er keine Ausgabe, aber er macht halt einen Screenshot und legt es dann im Spieleordner ab. Und wenn wir wieder F11 drücken, dann sind wir wieder drin. Mit dem Pfeiltasten können wir hier so nach oben, nach unten, links, rechts gehen und mit WASD generell so hin und her rufen. Es gibt dann Kamera-Shortcuts. Nummer 1 ist hier drin. Nummer 2 ist quasi der Beifahrer. Nummer 3 ist links rausgucken. Nummer 4 ist gleich hier auf der anderen Seite. Dann gibt es die 5, das ist hier so unten. 6 auf der anderen Seite. Und dann gibt es hier noch diese Dachkamera. Wenn dann eine Einstellung so hier nicht gefällt, das heißt, jedes Mal, wenn ich hier 1 drücke, dann habe ich genau diese Ansicht. Du sagst, oh nee, das passt mir eigentlich nicht. Ich wäre gern weiter hinten, wenn ich die 1 drücke. Dann könnt ihr euch erstmal in die Position bewegen, wo ihr hin wollt. Und dann drückt ihr Steuerung 1. Und jedes Mal, wenn ich jetzt die 1 drücke, dann geht auch noch da nach hinten. Das funktioniert auch mit den Kameras hier. Wenn ich sage, ich möchte es vom Winkel her zum Beispiel immer so haben, dann drücke ich jetzt Steuerung 3 und jetzt gehen wir wieder nach innen, drücke die Taste 3 und habe wieder diese Ansicht. Also so könnt ihr euch diese Quickcams selber einstellen. Die richtige Chasecam gibt es übrigens nicht, also ihr könnt es nicht wirklich weit raus und da mal schauen, das höchste der Gefühle ist ja so auf der Höhe, das geht. Aber ich kann zum Beispiel hier nicht nach links, da springt er dann gerade wieder zurück. Also es ist sehr beschränkt, was man hier machen kann. Soll, glaube ich, auch ein bisschen realistisch sein. Also so viel mal zu den grundlegenden Steuerungen. Dann die meisten Bedienfelder in der Lok, die haben Hotkeys, wie zum Beispiel Bild nach oben, Fahrrichtung also nach vorne, Bild nach unten wieder Retour, dann Num 9, Num 6 wäre die Bremse, Plus, Minus wäre das Gas. Das ist aber nicht bei jeder Lok zwingend gleich. Da würde ich euch raten, schaut wieder ins Wiki rein, das ich gezeigt habe. Da sind die ganzen Tastenbelegungen drauf. Und dann könnt ihr da entsprechend mit der Tastatur fahren. Controller soll wohl auch gehen. Habe ich nicht zum Laufen gekriegt, wisst nicht wo. Und ansonsten könnt ihr hier da einfach das GUI verwenden. Einfach ein bisschen hin und her klicken. Aber wenn man jetzt die Loks an sich bedient, beziehungsweise den Triebwagen, den werde ich als erstes machen. Den zeige ich euch im nächsten Tutorial. Da werden wir den komplett aufrüsten und einmal losfahren. Damit ihr wisst, wie das funktioniert. Denn das ist quasi wie die, also der Einsteigerzug quasi. Also würde ich nicht raten, dass ihr einmal jetzt hier mit dem Diesel fahrt oder mit der großen Elektrolok. Die sind ein bisschen komplizierter zum Fahren. Ja, ich hoffe, das hat euch mal geholfen als grundlegenden Start in Train Driver 2. Ich empfehle euch dann das nächste Tutorial gerade anzugucken, wie man den Triebwagen denn fährt im Singleplayer, was da zu beachten ist und was für Manöverfahrten es gibt und dann natürlich Basics im Multiplayer. Bis dann, ich bin draußen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.